gehen wir vom Stall raus aufs Feld. Im Jahr 2021, im Frühling wahrscheinlich, März dürfte es etwa sein, wird über die beiden Pflanzenschutzmittelinitiativen abgestimmt. Unter dem Dach von Bioswiss hat es ja ganz verschiedene Spänchen. Die sind sich nicht immer sehr einig, um es jetzt mal charmant zu formulieren. Da bleibt ja am Bioswiss-Vorstand nichts anderes übrig, als einfach Stimmfreigabe vorzuschlagen. Also, dass wir bei der Bioswiss nicht immer gleicher Meinung sind, das ist etwas, das ich sehr begrüße. Und ich schätze das einmal, wenn... Das macht es aber nicht einfach als Präsident, Nein, oder? Also vielleicht muss man eine gewisse Veranlagung haben, dass man so einem Verband vorstehen will. Muss man Masochist sein? Ja, das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Aber nein, ich glaube, man muss eben Debatten lieben. Und ich finde das auch, das macht genau den Wert von der Bioswiss aus. Ich bin jedes Mal stolz, wenn es am Tag nach der Delegiertenversammlung in der Bauernpresse heisst, die lebhafteste Versammlung der Schweiz oder der Schweizer Landwirtschaft. Ich glaube, das ist eine Qualität. Und also die Debatten, die sind enorm wichtig und die bringen uns letztendlich auch weiter. Weil wenn wir da gemeinsam einfach schön Hand in Hand miteinander in den Abgrund laufen und niemand ruft, hey, wir müssen in die andere Richtung, das wäre ja dann auch nicht schlau. Jetzt zurück zu der Landwirtschaft oder beziehungsweise die Herausforderung mit diesen Initiativen. Also grundsätzlich steht einmal nicht der Biolandbau jetzt da zuallererst im Fokus, aber wir sind selbstverständlich, gerade bei der einen Trinkwasserinitiative wären wir auch betroffen. Wir wollen aber, und das zeigen wir mit der Richtlinie, mit dem Leitbild und, wir wollen eine enkelwürdige Landwirtschaft in der Schweiz, weil wir überzeugt sind, also so lebt der Biolandbau und das ist das Ziel, dass wir eben nicht nur für heute schauen, sondern ich sage immer, wenn ich einen Betrieb übernehme, dann ist mein Ziel als Biobauer, dass nach 30 Jahren, wenn ich den Hof übergebe, dass er fruchtbarere Böden hat. Weder zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn übernommen habe. Und mit dieser Einstellung gehen wir auch an so Fragen an, jetzt, wie ohne Pestizid mit Verbot. Dass die, so Initiativen dann immer wieder kommen, zeigt ein Stück weit auch, dass Politik leider die enkelwürdige Landwirtschaft immer erst dann wieder angeht oder Lösungen in diese Richtung vorschlägt, wenn sie den Druck spürt von der Bevölkerung. Das ist eigentlich schade, weil aus meiner Sicht müsste gerade in der Politik auch, also in der Bundespolitik eben auch, müsste da ein bisschen weitblickender geschaut werden und nicht nur für den Moment, für heute und morgen, sondern eben eher für übermorgen. Zum Schluss noch, welche Empfehlung gibt der Vorstand ab? Ich weiß das noch nicht. Wir haben einmal darüber diskutiert. Jetzt haben wir einen neuen Vorstand. Wir haben 3 neue Mitglieder gewählt. Die werden Mitte Juli wird man das erste Mal zusammenkommen. Ich gehe davon aus, so rein vom Plan her, im September wird der Vorstand seine Empfehlung abgeben. Und im November werden die Delegierten dann entscheiden. Und jetzt freuen wir uns einfach darauf, dass da noch eine Spannung vorhanden ist. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Immerhin, glaube ich, sind sich wohl die meisten Bioswiss-Mitglieder einig, dass im Bioanbau chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nicht zugelassen sind oder sogar verboten sind. Stattdessen nutzen sie aber natürlich, sogenannte natürliche Mittel, also Kupfer beispielsweise, Schwefel. Die sind ja auch nicht unumstritten. Also Kupfer bleibt einfach ewig im Boden. Und zwar ist es ja in früheren, teilweise früheren Zeiten, also noch vor 20, 30 Jahren, in Unmengen, also bis zu 60 Kilo pro Hektar eingesetzt worden. Und das finde ich wirklich sehr problematisch. Während die Bio- Pflanzenschutzmittel auch nicht immer so konsequent wirken, wie die sogenannten chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, wäre es dann nicht an der Zeit, die, ich sage jetzt mal, realitätsfremde Definition von einem Pflanzenschutzmittel oder eben von einem natürlichen oder chemischen synthetischen Pflanzenschutzmittel zu revidieren, zu überdenken? Also realitätsfremd ist jetzt ein bisschen eine spezielle Bezeichnung, aber ich würde vielleicht so sagen, wenn der Biolandbau jetzt in 40 Jahren, also die Bioswiss ist seit 40 Jahren dran, um den Leuten zu probieren, zu kommunizieren, was macht Bio aus. Und wenn bei den Leuten eins haften bleibt im Kopf, dann ist, dass Biobauern keine chemisch-synthetischen Hilfsmittel einsetzen. Also sprich Pflanzenschutz und Düngemittel sind natürlich, es geht eben nicht nur um den Pflanzenschutz, sondern es geht auch um Düngemittel. Und also wenn wir jetzt so lange daran geschafft haben und das einmal in den Köpfen langsam ankommt, warum sollen wir davon abrücken? Ich bin aber einverstanden, dass für Natur und Umwelt nicht
chemisch-synthetisch entscheidend ist, sondern das Gefahrenpotenzial, das ein Mittel mit sich bringt. Du hast Kupfer angetönt. Es ist ja schon spannend, wie der Biolandbau immer am Kupfer aufgehängt wird, weil über 90% vom Kupfer, das in der Schweiz eingesetzt wird, wird im konventionellen Landbau eingesetzt. Aber weil Bio eben auch noch Kupfer braucht, tut man das immer. Ja, die einen hauen zu uns immer wieder links und rechts um die Ohren und sehen eigentlich nicht, wie gesagt, dass im Weinbau, im Obstbau und auch im konventionellen sehr viel Kupfer zum Einsatz kommt. Weil der Kupfer einfach auch eine gute Wirkung hat. Aber dass man dort, also ich sage immer, wenn wir einmal die finanziellen Mittel hätten, wo ein Chemie, ein grosser Multi einsetzt, für einen neuen Wirkstoff auf den Markt zu bringen, da reden wir von 150 bis 200 Millionen, wo das braucht heute, bis ein neuer Wirkstoff, ein chemisch-synthetischer, auf den Markt kommt. Wenn wir die Mittel mal hätten, für die Alternativen zu finden zum Kupfer, das Fibel ist intensiv dran, seit Jahrzehnten. Man ist jetzt wieder in einer grossen Hoffnung, es sieht vielversprechend aus, als dass man da in den nächsten 5 bis 8 Jahren tatsächlich Lösungen findet. Wenn wir die Mittel hätten, dann hätten wir die Alternativen schon längst. Oder? Also wir müssen immer irgendwo mit Stiftungen das Geld zusammenkratzen, für das wir unsere Forschungsbedürfnisse erfüllen können oder dass die Forschung betrieben werden kann. Und an anderen Orten gehen Hunderte von Millionen raus, die vielleicht etwas bringen, vielleicht nicht. Ja, also ich glaube, da ist der Kupfer. Ich bin einverstanden, in Spezialkulturen ist der Kupfer eine Herausforderung, so wie er heute eingesetzt wird. Und es gibt mehr und mehr, gerade auch im Weinbau, biologischen Weinbau, die auf Kupfer verzichten, die ohne Kupfer auskommen. Man kann noch 4 Kilo pro Hektar darf man heute noch brauchen. Und es gibt wahrscheinlich kaum einen Betrieb, der diese Menge auch tatsächlich beansprucht. Also wir sind uns der Herausforderung bewusst. Aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung, die unsere konventionellen Kollegen auch mit uns sollten anpacken. Bioland wird verzichten ja auf mineralische Dünger und können dadurch ihre Äcker weniger dicht pflanzen als konventionelle Landwirte. Das Resultat ist, ich schaue nochmal, damit ich die korrekte Zahl sage, bis 40% weniger, also je nach Kultur, bis 40% weniger Ertrag. Gleichzeitig ironischerweise produzieren dem Biolandwirt indirekt mehr CO2-Emissionen pro Tonnenertrag. Das geht ja alles zugunsten eigentlich von der natürlichen Flächenreserven, von Biotop und allem das, was ihr ja eigentlich hochschätzen, hochhalten, tut die Ertragslücken dem Bio-Swiss-Präsident nicht weh. Ja, also das ist das Ziel von jedem Züchter im Biolandbau, Pflanzenzüchtung und, um die Ertragssicherheit und letztendlich auch die Erträge selber in Kilo, um die können verbessern. Und wenn wir anschauen, den Fortschritt, den wir gemacht haben, ich glaube, wir sind heute bei den Erträgen im Biolandbau, jetzt im Ackerbau, sind wir wahrscheinlich auf dem Niveau, das konventionell vielleicht vor 20, 30 Jahren gehabt hat. Aber, wie gesagt, mit bedeutend schonenderen Methoden. Jetzt gibt's also das ist ja wirklich Klima und Klimaemissionen im Ackerbau sehr ein komplexes Thema. Es ist ein Stück weit manchmal fast frustrierend, finde ich, wenn wir sagen, Klima, also die Landwirtschaft ist ganz klar klimarelevant, das ist ja so. Jetzt muss man schauen, wo können wir ein bisschen noch Klimaemissionen senken. Und wir haben 2 grosse Hebel, die wir bewegen könnten. Das eine ist der Einsatz von Kunstdünger und das andere ist weniger Tier. Und das wären eigentlich die grössten 2 Hebel, aber an denen will lieber niemand etwas machen, weil das sind die heiklen Themen. Jetzt, was ist der Vergleich in Sachen Klima von Bio und konventionell? Und da gibt es ganz spannenden Rapport vom Thünen-Institut. Das deutsche Thünen-Institut entspricht in etwa Agroscope ist in der Schweiz. Also ein konventionelles Institut, wo nicht irgendwie, wenn das Fibel so eine Studie herausgeben würde, dann würde jeder sagen, ja, ist klar, das heisst, die sind dem Biolandbau zugewandt. Beim Thünen-Institut ist völlig unverdächtig. Und die haben da drin einen Vergleich gemacht, dass sie haben, da muss ich jetzt auch schnell schauen, 528 Veröffentlichungen,
die sie für diese Studie angezogen haben. Und sie haben dann 2800 Einzelvergleiche machen. Sie haben 33 Indikatoren festgelegt, wie ist Bio, wie ist konventionell. Von diesen 33 ist bei 26 ist Bio klar überlegen. Bei 6, und da gehört unter anderem dann der Ackerbau, die Emissionen aus dem Ackerbau dazu, ist man etwa gleich. Wir brauchen mehr Fläche. Also, beziehungsweise wir sind auf die Hektare besser, wir haben weniger, wir binden mehr CO2 im Boden rein, wir haben weniger Lachgasemissionen, aber aufs Kilo gerechnet, dann Kilo Getreide, sind wir mit dem konventionellen Landbau in etwa gleichwertig. Also da sind die Emissionen etwa gleich hoch. Und das sind von diesen 33 ist noch ein einziger Indikator, wo konventionell im Bio überlegen ist. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist das im Milchviehbereich, weil dort die Methanemissionen ein Stück weit höher sind, wegen der tieferen Leistungen. Wobei die Systemabgrenzung auch wieder müsste gefragt werden, bis woher, was wird alles eingerechnet, wird dann das Kraftfutter, das eben irgendwo produziert wird, wird das auch alles dann dieser Kuh oder dem Kilo Milch auch angelastet. Eine Möglichkeit, wie man es ja könnte verbessern könnte, das wäre die sogenannte grüne Gentechnik. Und da ist Bioswiss ironischerweise dagegen, obwohl es so einen schönen Namen hat. Also gentechnisch veränderte Organismen, GVO abgekürzt. Das könnte doch ein sinnvoller Ersatz sein für Pflanzenschutzmittel, wenn ins Erbgut der Nutzpflanze gezielt einzelne Gene eingeschleust werden. Wieso ist Bioswiss da dagegen? Also, zuallererst muss man einfach mal sagen, bei der Gentechnik bisher, dort haben ausser Chemie und Saatgutmultis hat bis jetzt niemand, also die Landwirtschaft sicher nicht profitiert davon. Von all dem, was wir haben es in der Schweiz, haben wir ja die Erfahrung zum Glück nicht gemacht. Also ich glaube, das ist wirklich ein Glück, weil einfach, ich bin selber nicht in den Staaten gewesen oder in Südamerika, wo das wirklich breit eingesetzt wird. Aber wenn ich nur schon höre, was, wie, und da gibt es auch schöne Studien, die aufzeigen, wie dann plötzlich nach einer gewissen Zeit der Einsatz von der Pflanzenschutzmittel wieder muss erhöht werden, weil eben die Pflanze schon resistent ist. Aber es entstehen dann sogenannte Superunkräuter, also die bilden dann eben auch Resistenzen, die Pflanze, das sogenannte Unkraut. Und also bis jetzt hat die Landwirtschaft sicher nicht von der Gentechnologie profitiert. Wir haben zugleich auch, im Biolandbau streben wir eigentlich samenfestes Saatgut an. Also wir wollen nicht von den Multis abhängig sein, sondern wir wollen, dass ein Bauer seine Herdöpfel, sein Getreide, wo er anbaut, sein Mais, wo er anbaut, wenn er das will, auch kann ein paar Samen auf die Seite legen und mit dem das nächste Jahr weiter züchten. Das ist bei den Hybridsorten alles andere als möglich und bei der Gentech verändert das sowieso nicht. Also wir haben im Bereich Gentechnologie hören wir eigentlich bis jetzt vor allem Versprechungen und wenig Leistung. Wenn man jetzt noch weitergeht, gerade zu den neuen Züchtungstechnologien, die hast ja du eigentlich mehr angesprochen. Also die sanfte Genomeditierung, die man vielleicht kurz mal erklären muss. Also molekularbiologische Techniken, wo die DNA ganz zielgerichtet verändert wird. Also CRISPR-Cas heisst es. Genau, CRISPR-Cas. Oder? Das ist, ich mag mich erinnern, etwa 2015, glaube ich, als ich das erste Mal über CRISPR-Cas gelesen habe und bin auch fasziniert war, was heute alles möglich ist. Einfach, ich bin ja jemand, wenn ich etwas, ich bin jahrelang Verweigerer von Natel und nachher jahrelang von Smartphone. Ich kann jetzt auch weiss, aber noch nicht so lange. Aber ich habe immer gewusst, wo das Technik steht und was man alles damit machen kann. Und genau das Gleiche. Ich glaube, man kann nur über etwas urteilen, wenn man auch ein bisschen weiss, worum es sich handelt. Als ich das erste Mal über CRISPR-Cas gelesen habe, dann ist mir einfach gerade der Zauberlehrling in den Sinn gekommen. Also ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt nicht von... Also ich halte den Forscher gut, dass sie das Wohl von der Menschheit beabsichtigen oder wollen fördern. Aber das haben schon ganz viele wollen in der Vergangenheit mit Sachen, wo man nachher nach 20, 30 Jahren gemerkt hat, oh hoppla, das ist gar nicht mehr zum Wohl von der Menschheit, sondern das bringt eigentlich das Gegenteil.
Und das ist da bei gerade CRISPR-Cas oder wenn wir dann noch ein Stück weitergehen, Gene Drive, oder? Wo dann einfach ganze Populationen, im Moment klingt das wunderbar, Moskitos auslöschen, dann haben wir keine Malaria mehr. Aber was das alles nachher in der Kette drin, kann auslösen, das weiss niemand. Und darum, wir haben im Biolandbau, das ist weltweit, ist einfach Zellen, wird nicht verletzt, Zellen ist an den Zellen wird nichts umgemichert, sagen wir. Und da hat sich der Biolandbau weltweit dazu verständigt oder sich geeinigt auf das. Im Moment sehen wir keinen Grund, warum wir da irgendetwas sollen ändern sollen, weil auch die neuen Züchtungstechnologien, die reden im Moment von wunderbar, wir können da mit einem klaren Schnitt können wir da ein Gen rausnehmen oder ein anderes einsetzen. Aber von diesen 1000 off-target, bis zu 1000 sogenannte off-target Effekte. Also das heisst, das Genom ist eben nicht so, dass wir einfach einschneiden können und setzen etwas rein und nachher passiert nur das. Sondern da sind Interaktionen am tun. Das ist, wie wenn ich jemandem etwas erzähle, ich weiss, vielleicht hört noch jemand anders zu und der erzählt das auch weiter. Und also das Genom funktioniert nicht so eindimensional, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und darum, ich glaube, da braucht es noch ganz viel Forschung und am liebsten wäre es mir, die neuen Technologien würden auf einer einsamen Insel mal austestet und zwar wirklich lang, also die müssen wir 10 Jahre, wir haben ja im Moment nicht zu wenig zu essen. Wir diskutieren über Methoden, dass wir dann 2050 grosse Weltbevölkerung können ernähren können. Und ich glaube, es wäre sehr unvorsichtig, wenn wir jetzt einfach gerade so einschneidende Methoden. Und einfach gerade würde sagen, jetzt probieren wir die im breiten Stil aus. Die können wir nicht mehr zurückholen. Also wenn das hinten raus geht, wie gesagt, der Zauberlehrling, ihr kommt mir da einfach immer wieder in den Sinn. Besen, Besen, der du gewesen. Also jetzt machen wir einen gigantischen Riesenschritt zum letzten Thema, Umfeld von Bioswiss. Es gibt ja innerhalb von der Biolandwirtschaft auch Bauern, die eben genau in die andere Richtung gehen, sprich Demeter Homöopathie. Besonders am Fibel ist da für mich eine sehr starke Tendenz zu erkennen. Teilweise geht es sogar, würde ich behaupten, in eine sektierische Richtung. Wie geht Bioswiss damit um? Also Demeter beweist zum Beispiel im Doc-Versuch in Basel-Biet. Ist ja gleich, der Doc-Versuch, also den findet man auch im Internet, alles zusammen, ist wunderbar aufgeteilt. Seit 40 Jahren wird dort Demeter-Methode biodynamisch, bioorganisch und konventionell verglichen in einem Feldversuch. Seit 40 Jahren läuft der Versuch, das ist einmalig weltweit. Und dort beweist Demeter-Methode Jahr für Jahr ihre Wirksamkeit. Jetzt sind das mit der kosmischen Kraft, das ist nicht für jeden nachvollziehbar und trotzdem weiß jeder, hat jeder irgendjemand in der Familie, der sagt, oh, jetzt ist dann wieder Vollmond, ich kann nicht schlafen und weiss nicht was. Also, dass da mehr Kräfte herum sind, wenn das mehr wissenschaftlich könnt nachweisen könnt, ich glaube, das weiss mittlerweile fast jeder. Und wie jetzt da die Präparate, warum die nicht wirken, wo Demeter-Bauern einsetzen, das kann weder ich erklären, ich bin nicht mal sicher, ob das alle zusammen von den Anwendern können erklären können, aber wenn sie Wirkung haben, und das beweist der Doc-Versuch, dann nachher weitermachen. Und das Gleiche sehe ich eigentlich bei der Homöopathie. Also ich war jemand, der Anfang 90er Jahre gelacht hat, gesagt, was soll das Hokuspokus-Wässerli da? Bin dann Mitte 90er Jahre mal an einem Kurs und dachte, das klingt noch faszinierend. Und bin anfangs nuller Jahr schon als erprobten Anwender eingeladen worden an Tagungen oder Weiterbildungsveranstaltungen und bin einfach fasziniert. Ich kann es auch nicht erklären, warum die homöopathischen Mittel wirken. Aber auf unserem Hof haben wir seit 2005 oder 2007, wo wir das letzte Mal im Uter Antibiotika eingesetzt haben. Und wir haben, gerade die Junior ist gerade das letzte Jahr wieder ausgezeichnet worden mit einem Top-Management, weil er unter anderem auch in der Zellzahl so gute Resultate hat. Also die Homöopathie wirkt, man kann es jetzt sogar bei Comedian, wo ja da auch das relativ stark pusht, der Verein, wo
komplementärmedizinische Tierheilung unterstützt oder hilft. Und dort kann man auch nicht. Wir haben eine wissenschaftliche Begleitung in dem Verein. Die wissenschaftliche Begleitung kann aufzeigen, dass Comethian wirkt. Kann nicht aufzeigen, dass die homöopathischen Mittel wirken, aber kann aufzeigen, dass über 50% weniger Medikamente, vor allem Antibiotika, eingesetzt werden und dass Bauern nebenbei irgendwie 95% Zufriedenheit haben. Also, es ist eben, manchmal sind wir da einfach ein bisschen auch, wir verlassen uns nur auf die Wissenschaft und ich glaube, das wäre falsch. Also, wenn es Methoden gibt, wenn bei jemandem etwas funktioniert, dann weitermachen. Ich glaube, da könnten wir jetzt auch stundenlang tiefer diskutieren. Ich glaube, wir belohnen es beim guten Dissens, um es jetzt mal so zu formulieren. Es gibt ja auf der anderen Seite, kommt IP-Swiss immer näher an Bio-Swiss her. Sie haben zum Beispiel einen pestizidfreien Weizen, hat IP-Swiss nach dem Biodiversitätspunktesystem jetzt neu auch ein Klimapunktesystem lanciert. Und IP-Swiss-Produkte gibt es neu auch im Coop. Das tut euch natürlich weh. Wie reagieren Sie darauf? Also, das wäre jetzt völlig schräg, wenn wir jetzt jahrelang mehr oder weniger intensiv die Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln anprangern. Und nachher, wenn es andere gibt außer Bio, die das anwenden, plötzlich würden sie sagen, ja, Moment mal, nein, das macht uns Angst. Oder? Aber finanziell tut es euch natürlich weh. Nein, finanziell tut es uns überhaupt nicht. Also jetzt die ganze Zeit, wo IP-Swiss gewachsen ist, ist ja Bio-Swiss genauso gewachsen. Und ich sage einmal, IP ist vielleicht auch eine Einstiegsstufe für also die meisten Betriebe, die zu Bio wechseln. Die haben vorher IP gemacht. Das ist ein konventioneller Bauer, der sagt, Moment mal, ich habe jetzt die erste Erfahrung gemacht. Ich glaube, das funktioniert mit IP auch. Die IP-Bauern profitieren sehr viel von Erfahrungen, die aus dem Biolandbau kommen. Mechanische Unkrautbekämpfung und. Die ist im Biolandbau erprobt worden. Und da sind wir auch stolz drauf, dass die jetzt auch von anderen auch gebraucht werden. Das entspricht ja letztendlich unserem Ziel von einer enkelwürdigen Landwirtschaft. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt Angst hätten, dass IP näher kommt und besser wird. Ich glaube, wir müssen gemeinsam, IP muss das genauso wie Bio-Swiss, wir müssen Konsumenten überzeugen. Wir müssen, wenn wir es fertig bringen, dass wir 50% in der Schweiz einen nachhaltigen Konsum haben, dann können wir 100%, weil wir ja Eigenversorgung gerade etwa 50%, oder? Dann können wir sagen, dann haben wir 100% von der Schweizer Landwirtschaft, die entweder Bio oder IP ist. Und das wäre doch schon mal ein sehr guter Fortschritt. Zum Abschluss, Urs Brändli, wenn wir ganz realistisch sind, dann hat ja auch Bio-Swiss kein Patentrezept für umwelt- und klimafreundliche Landwirtschaft, weil es einfach kein Patentrezept gibt. Wäre es eigentlich nicht sinnvoller, wenn am Ende alle die zusammen wären? Also alle als eins, wenn es nur noch ein System gibt, also nicht mehr Bio-Swiss, IP-Swiss, konventionelle Landwirtschaft, sondern nur noch ein System, es wäre für den Konsumenten einfacher zu verstehen und es würde keinen Unterschied mehr geben. Das müsste doch eigentlich das Ziel sein. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre, weil wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann entsteht auch keine Innovation. Also durch das, dass eben zum Beispiel IP-Swiss besser wird, überlegt auch Bio-Swiss sich ja Moment mal, wo müssen wir uns laufend verbessern. Ich wage jetzt mal die These, dass das ein Stück weit auch in uns innen ist und wir sagen, Moment, da und da und da haben wir noch Handlungsbedarf. Und wenn ich schaue, wie viele Projekte das bei uns anstehen oder wie gross Bedürfnis auch von den Bioproduzenten ist, da müssen wir noch, dort müssen wir noch, dann sind wir für die nächsten paar Jahre noch mit Arbeit eingedeckt. Nein, ich glaube, das spornt auch an, das Gegenseitige. Und letztendlich hat ja, das war im 2019, gewesen, ja, wo der Weltklimarat gesagt hat, wir brauchen eine neue Landwirtschaft. Und ich glaube, wir brauchen nicht eine wahnsinnige neue Landwirtschaft, sondern wir brauchen eine Landwirtschaft, die die Erfahrungen und die Erkenntnisse aus den letzten Jahren und Jahrzehnten noch mehr nutzt. Also einfach richtig schonend von den Ressourcen, schonend für Boden, Gewässer, für Biodiversität. Weil nur das sichert der Landwirtschaft dann Zukunft. Das Bio
weltweit einen schweren Stand hat, und zwar nicht nur von der Fläche, sondern auch von der Akzeptanz her, das stellen wir auch immer wieder fest. Das haben wir aber vor 20 Jahren in der Schweiz auch gehabt, da ist Bio belächelt worden. Und man hat einfach permanent ist man weitergegangen mit Bio. Mittlerweile, meine ich, haben wir einen guten, einen gegenseitigen Respekt innerhalb von der Landwirtschaft. Wir sind nicht immer gleicher Meinung, aber man respektiert den anderen. Wenn jetzt weltweit das Wort Bio das Problem ist, dann dürfen wir von mir aus gerne Richtung Agrarökologie gehen. Agrarökologie, wenn wir dort genau anschauen, was beinhaltet die, dann sind das sehr viele Methoden, die im Biolandbau heute angewendet werden. Und wenn das dann zu einer nachhaltigen Landwirtschaft führt, weltweit oder eben in der Schweiz auch, dann können wir leben damit. Also das ist etwas, wo wie gesagt, der Biobauern entspricht, unseren Zielen entspricht. Und wahrscheinlich braucht es auch Köpfe. Wir träumen von einem Bioland Schweiz, aber der Traum oder die Vision ist wahrscheinlich ein bisschen höher angesetzt. Aber unser Traum von einer wirklich umfassend nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung in der Schweiz, ich glaube, diesen Traum müssen wir unbedingt weiter träumen. Und diesen Traum sollten wir eben, da sollten wir alle Kollegen auch noch können in diesen Traum mit ihnen, und dann können wir es auch erreichen. Auch mit unterschiedlichen Hintergründen. Urs Brändli, haben die am Anfang als Träumer bezeichnet, die korrigieren mich, jetzt bist du ein glücklicher Sisyphus. Sisyphus, ja, nein. Ich bin einfach jemand, der wirklich überzeugt ist, dass die Methoden, die heute der Biolandbau bietet und anbietet, unheimlich nachhaltig sind. Aber ich sehe auch, dass gewisse Anforderungen, die wir bei der Knosch bestellen, vielleicht nicht für alle Leute gleich relevant sind. Und dementsprechend soll es auch noch andere Produktionssysteme haben, nebendran. Aber wir müssen uns weiter verbessern und die müssen das unbedingt auch. Urs Brändli, merci vielmals für das Gespräch. Danke auch.